Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperion Galactic Survival. Heute nicht nur mit dem Corti-LP, der mal ganz kurz erstmal, hallo sagt. Erstmal Hallöchen. Sondern wir haben heute einen Special Guest, nämlich jemanden, der das Spiel bei uns gewonnen hat. Und ihr kennt ihn, das ist unser Moderator, der KevGameLP. Guten Tag. Und der sucht gerade irgendwie den Eingang bei einem Raumschiff. Ich klicke wirklich gerade auf alles mögliche drauf mit T. Oben drauf ist so ein kleiner weißer Kasten, der leicht angestrickt ist mit so einem kleinen, etwas gräulicheren Fenster. Warte? Der ist im hinteren Bereich. Was magst du gerade, Corti? Ah ja. Ich falle gerade durch die Welt, ist ganz geil, nur weil ich ausgestiegen bin. Was, du bist durch die Welt gefallen? Ein grauer Kasten. Cool, also muss ich jetzt, leicht angestrickt ist. Muss ich jetzt Warte. Also kurz kommen und das Raumschiff... Ich connect doch gerade, schon wieder. Leicht. Ich frage mich noch, was das jetzt war, weil er auf dem Raumschiff rumgeturnt ist. Ich habe keine Ahnung. So, wo bin ich dann jetzt? Da. Ist oben oder unten? Hier, guck mal. Da, dieses Ding da oben. Warte. Und normalerweise, wenn du hier da oben im Fadenkreuz drauf guckst, wird es gelb und dann müsstest du eigentlich nur noch T drücken. Zumindest ist es bei mir T. Wenn ich guckst du mal in die Er hat noch gar keinen Zugriff, weil er noch nicht in der Gilde drin ist. Das siehst du, wusste ich's doch. Fällt mir gerade ein, warte mal, wie habe ich das nochmal eingestellt? Oh, das war eine gute Frage. Fraktionen, Corti-LP und dann hier hinzufügen. Gründer, befördern, Corti-LP-Admin, degradieren, aufnehmen. Ich möchte gerne noch weiter aufnehmen. Editieren, okay. Fraktionsviertel, okay. Ich kann gar keinen neuen aufnehmen. Hä? Oha. Also Leute, ciao, ich bin nochmal weg, ne? Aufnehmen. Achso, ich muss ihn wahrscheinlich vor mir sehen. Ich komme ja schon. Ich bin doch schon da. Nicht schlecht. Hey, wo bist du? Ah, da. So, warte. Fraktionen. Du hast im Übrigen auch deinen Helm noch an. Also, ja, aber ich kann irgendwie mit dem KevGame gar nichts machen. Kev, kannst du mal die, welche Taste war es ins Inventar? Ich glaube, I bei ihm, ne? Standard ist, glaube ich, müsste I sein. I. Ah ja. So, da siehst du Fraktionen. Ja. Nee, und dann I drück mal auf DAG und bewerben. DAG, apply. Kandidat, das Spiel in Deutsch? Aufnehmen. Das Spiel ist in Deutsch, ja. Komisch, bei mir ist es in Englisch. Dann gehst du mal in die Option hinten auf Divers. Steht zumindest bei mir da, da kannst du die Sprache einstellen. Warte. Da. Ah, Language, Deutsch. So. Ah, jetzt ja. So, jetzt kannst du einsteigen, Kev. Ja, okay, ich lauf ja schon. Na, Kev, geht es oder? Warte! Nicht wegdücken. Da stand's gerade. Jetzt, ich finde den. Ups. Ich mach mal eben Strom aus beim Fliegen. Passt. Ich wollte eigentlich nur die Ansicht wechseln. Das war V, ne? Genau. Ja. Kann man ja mal machen, ne? So. Kann man auch schießen? Ja, ja. Das habe ich ja gesehen irgendwie. Nur gerade. Ja, wir haben schön die Knarren noch am Raumschiff. So, und landen. Das war zu tief. Das war zu früh. Jetzt wieder raus mit Tena. Ja. Ja. Angedockt, ja. Wunderbar. So, und dann wieder V und wieder raus. So. So, das ist der Kev-Game und dann kann er jetzt eigentlich auch rein theoretisch hier in das Raumschiff hier rein. So, Kev, der Eingang ist hier unten. Wo bist du denn? Er stirbt. Nee, ich lebe noch. Hab ein bisschen Gesundheit bloß verloren. Okay, du brauchst also, um da in das Raumschiff reinzugehen, mit J kannst du dein Jetpack aktivieren. Und dann kannst du hier zack hochfliegen. Ah ja. Hier ist der Eingang. Wo willst du hin? Kev? Hier? Okay. Kann sein, dass da die Tür mal wieder bei dir zu angezeigt wird. Ja. Jetzt ist die bei mir offen. Genau.
So, na. So, das ist dann unser kleines Raumschiff, wo wir dann jetzt gleich mit in die weite, weite Welt hinaus segeln. In die Weiten der Galaxis. Und übrigens, hier hinten an dieser Kiste kannst du dich ein bisschen ausrüsten. Hier sind noch ein paar Waffen drin. So. Oh. Hier an dieser Kiste. Du darfst nicht vergessen, er hat nie geguckt, obwohl er unser Moderator ist. Schande über sein Haupt. Ich habe schon immer geguckt, aber ich kenne mich ja trotzdem nicht aus. Also ich nehme mir einmal eine Pistole einfach, die reicht mir ja. Wenn drin ist, nimm dir noch ein Sturmgewehr mit. Das ist ganz praktisch. So, hier haben wir okay. Soll ich noch irgendwie Muni? Also, muss ich mal gucken, habe ich was über? Wie brauche ich die? Oder ist die unendlich? Nee, 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 nee. Aber hier hast du mal 100 Schuss für die normale Knarre. Hinter dir, hin. Nee, hier. Das war der Droh. Da liegt was. Das war der Droh. Okay. Dann gehen wir nochmal ins Inventar, um das irgendwie auszurüsten. Ja, Gag, der Warp-Antrieb ist fertig und verbaut und ist da irgendwo oben auf dem Dach. Ja, nachdem wir ihn mühevoll eingebaut haben. Ich brauche jetzt gerade noch ein paar Stromzellen. Sprit, genau. Ich kümmere mich gerade noch um Sprit, das war auch, ja, weil wir jetzt einen Sitz mehr haben, müssen wir jetzt natürlich auch mehr Strom verbrauchen. Weil die Sitze verbrauchen ja Strom, ne? So ist es ja nicht. Oder Sprit, wie auch immer. So. Soll ich noch Gegengift-Tabletten mitnehmen? Kannst du tun. Ich überlege gerade, warte mal. Sprit. Ach, hier wird auch noch was produziert. Apropos Sprit, da kann ich gerade mal gucken. Buche die Schnellwahl. Tja, so, wie das kenne ich irgendwoher. Danke. So, Medikits mache ich auch gerade noch ein paar. Das kleine Raumschiff, einen zweiten Passagiersitz. Passagier, ich hab's halt mit dem Wort. Ja, könnten wir irgendwann mal einen Angriff nehmen, ne? Müssten wir eigentlich jetzt in Angriff nehmen. Warte, den baue ich gleich mal. Das ist eine gute Idee, Garg. Ich dachte, wir nehmen jetzt den Kev-Game mit und setzen ihn dann aus. Ich bleibe einfach im Raumschiff drin und schaue euch zu. Oder ich flieg's. Ach, ich hab ja hier noch Raketen. Ich hab mir einen Raketenwerfer gebaut. Stimmt, ja. Ach, und ich hab noch Raketen fürs kleine Raumschiff einstecken. Stimmt. Hab ich auch noch. Ich hab auch noch ein paar Raketen. Wie kann ich so die Schnellwahl bearbeiten? Welche du meinst Schnellwahl? Links das, oder was? Genau. Einfach rüberziehen. Also, Drag and Drop im Inventar, genau. Ach so, okay. Eigentlich ganz easy. Standard. Wenn man's weiß. So, jetzt ist noch die Frage, soll ich noch die ganzen Ressourcen mitnehmen, alle? Können wir eigentlich machen. Oder doch so, wie du sagtest, Hälfte, Hälfte. Nein, hatte ich, das stimmt, Hälfte, Hälfte hatte ich schon gemacht, ne? Ja. Deswegen, wir haben hier noch ein bisschen was drin. Promethium haben wir ganz wichtig, Pellets haben wir ohne Ende. Das heißt, wir können uns unterwegs unseren eigenen Strom auch wieder herstellen. Mhm, 85 Eisenerz, Kobalterz. Ein Terrainverdampfer mache ich jetzt noch für den Kev-Game. Ist, glaube ich, hier sogar noch einer drin. Warte mal. Nee, sind nur Ladung. Doch, hier ist noch einer. Ist noch einer? Gut. Ja, plus 6 Verdampferladung. Ja gut, das ist ja... Deswegen, Kev, hier kannst du nochmal an diese Kiste hier. Da ist ein Terra-Verdampfer. Den brauchst du nämlich später auch noch. Zum Abbauen. LP-Ladung. Was war ein LP? LP? LP. Let's-Play-Ladung. Voll die Ladung LPs, Leute. Hier. So, nee, jetzt Spaß beiseite. Ich... Was nochmal für ein Ding? Darklink, ich hatte die Aufnahme gestern um 19 Uhr gemacht, deswegen hatte ich dir die IP geschickt, weil ich eigentlich dachte, dass du da wärst, aber naja, gut. Warst dann halt nicht da. So, die hast du in Wein gelegt hast? Okay, das Ding wird diesmal nicht schön, aber Hauptsache er ist dran. Ich weiß nur noch nicht, wie ich ihn dran mache, ich brauche noch ein paar Blöcke. Ich da ist sicher, dass du ihn reingelegt hast, Corti? Der lag da noch drin. Soll ich mal gucken? Ah, nett. Corti, da liegt keiner drin. Hä? Ich hab doch immer einen drin gesehen. Ach doch, da. Zwei nach unten und zwei nach rechts. Und zwei nach unten und ein nach rechts. Kev. Guck rein, zwei nach unten und ein nach rechts. Links ist dein Inventar, rechts ist die Kiste. Das ist ein Terrain-Verdampfer. Zwei nach unten. Ah ja, jetzt ist er drin. Na, vorhin war er nicht drin. Ja, vorhin. Ja, der war vorhin nicht drin. Corti, der war vorhin nicht drin. Nee.
Bloß auch nicht. Was macht der? Achso, das ist eine Waffe, okay. Ne, ist keine Waffe, das ist, Die Spondor zur Spitzhacke in Minecraft, ne? Ach so, okay, jetzt. Mit dem man die Materialien abbaut. Genau. Richtig. Das Pack gefällt mir irgendwie. So. Corti, wann bist du soweit? Warte, ich baue hier noch einen zweiten Passagiersitz. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Yay! Ans Raumschiff, setz einfach hinten einen dran. Zack. Ist zwar jetzt nicht schön, aber ob das funktioniert. Oh Gott, die Karre ist schon an. Hilfe, ich komme rein. Ich habe sie noch nicht angemacht, aber egal. Echt nicht? Okay. Ich sitze einfach nur drin. Passagierkabine nicht aktiv. Nicht aktiv. Ugh. P. Passagiersitz. Aktiv. Achso. Ja, wollte ich gerade machen. Ja, habe ich. Ich habe mir gerade einen aktiviert. Okay. Sitzt ihr alle? Ja. Yep. Okay. Kev, setz dich hin. Ansonsten war es das für dich. Ja. Yep. Also. Echt? Ja. Garg, im. Ja. Mit V so kannst du nach außen gucken, glaube ich. So viel Strom braucht er jetzt auch nicht. Es ist schon gewaltig gegenüber das Kleine, aber wir haben es mittlerweile im Griff. Wir haben jetzt Strom für 46 Minuten, ne? So ist es nicht. Du kannst die Welt nur in einem Raumschiff mit allen Spielern an Bord verlassen. Es sind alle Spieler an Bord. Hä? Wenn du weiter Richtung Orbit fliegst, stirbst du. Ich bin tot. Auch. Aber... Das kleine Raumschiff fliegt zum Boden, plus viele Backpacks. Warum? Wo soll ich jetzt spawnen? Medic-Station oder Current Location? Medic-Station. Tro, wo bist du eigentlich mit dem Schiff? Hier ist unser Raumschiff. Was war das? Da ist Tro. Ja, jetzt sag mir nicht, das große Raumschiff ist explodiert. Ja, das ist gerade explodiert. Warum? Ich hab mich hingesetzt. Ich saß auch. Ja, ich auch. Halten die überhaupt? Da. Da kommen immer mit einem kleinen Raumschiff. Mein ganzes Zeug ist weg. Es ist alles weg. Ich hab noch ein paar Backpacks runterfliegen sehen, aber bis wir die jetzt gefunden haben, das dauert Jahre. Was zum Henker war das? Keine Ahnung. Das Spiel ist nicht auf drei Spieler ausgelegt, ich wusste es. What the fuck? Die ganze Munition, die ganzen Ressourcen. Ja. Ich gehe auf Suche. Leute, ich bin nicht schuld. Doch, schuld ist der Kev, oder? Alter. Was war das? Hast du einen Backup von der Welt? Hast du irgendwie einen Backup? Nein. Nein. Jetzt gerade mal heute nicht. Was ist das jetzt da? Ja. Ressourcen alles. Sammeln. Ja. Zum Glück haben wir das kleine Raumschiff noch, dem ist nichts passiert. Lustigerweise. Nur, wir haben jetzt keine Waffen mehr. Und ich sehe es gerade. Sehr, sehr, sehr viele Promethium-Energiezellen sind weg. Ich guck mal, dass ich uns noch ein paar Waffen baue, ey. Ach, hast du echt gar kein Backup? Nein. Hallo, es hat ja bisher immer funktioniert und du warst ja auch mit dran. Du hast dich ja hingesetzt. Ich hab mich hingesetzt. Ich bin noch nicht aufgestanden. Ist hier noch ein anderer Spieler auf dem Server? Kev war noch nicht weltraumkompatibel. Ach, die Kompatibilität war nicht gegeben. Na, verdammt, Kev. Jetzt mal ernsthaft. Ah, jetzt fehlen uns hier ein Haufen Elektronik. Naja, ich baue uns erstmal zwei Pistolen. Ich glaube, ist das hier eine Kiste? Nee, es ist nur ein Stein, ne? Nein, da brauche ich Metallkomponenten. Verdammte Axt, ey. Das ist jetzt voll uncool. Ja. Shit. Ich würde mal sagen, da haben wir jetzt richtig schön einmal einen Griff ins Klo gehabt. Aber vom Allerfeinsten.